Sigal Boni, Guido Kanz und Bernhard Hoeker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist der Theater neben. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich glaube, es wird ein bisschen albern heute, weil wir alle so gute Laune haben, aber das macht ja nichts. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Und ich hoffe auch, dass wir heute viel Geld unter Sie bringen, damit Sie auch wieder Lust haben, Fragen einzusenden. Weil Sie sagen, ich habe schon mal bei Genial daneben jetzt insgesamt 40.000 Euro gewonnen. Da mache ich einfach weiter. Und wir schauen mal, ob das heute alles funktioniert. Ich begrüße diese reizenden, intelligenten Menschen, die hinter euch in der ersten Reihe sitzen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Guten Abend. Schön, dass Sie auch da sind. Alter Witz, aber kommt immer wieder wieder. Ja, ist auch ein altes Sakko, ne? Natürlich. Also daher, also. Sprich doch mal von mir, nicht immer von dir. Ich fange vorne an, einverstanden? Gut, vergeben. Hast du heute den Tropf wieder bekommen? Ja, ja. Den ganzen Tag. Schön. Schönes Hemd, Guido. Danke. Wo steht denn heute Ports? Das möchte ich jetzt einfach in diesem Raum einfach mal. Herr Banner, ich habe mir heute Verstärkung mitgebracht. Wer ist da? Ich werde dieses Geheimnis jetzt noch nicht lüften von der Tankstelle Aggertal, aber. Von wem? Tankstelle Aggertal. Tankstelle Aggertal. Da stehen die so rum und mal gucken, ob ich das heute brauchen kann. Aha. Aha. Na gut, dann mal ab. Wie? Es wird eine sehr spannende Sendung, meine Damen und Herren. Kann der was sagen oder was? Na, wir warten Martin, gut, dass du daneben sitzt. Aber das ist eine gute Überleitung. Apropos Aggertal. Ja. Wir beginnen mit Heiko Ringener aus Krummhörn. Ja, natürlich. Das liegt in der Nähe des Aggertals, so 800 Kilometer davon weg, ja. Liegt in Niedersachsen. Heiko Ringener hat eine wunderschöne Frage. Lautet wie folgt. Warum müssen alle Arbeitnehmer in Seoul einmal im Jahr eine Stunde zu spät zur Arbeit kommen? In Seoul. In Seoul. Da kann ich das direkt benutzen. Steht ihr vielleicht Auskunft auf meiner Stirn? Er hat gesagt, steht hier vielleicht Auskunft auf meiner Stirn? So. Ja, ich kann es aber nicht wiederholen, weil er ja noch zwei andere Sätze hat, die ich mir für später behaupte. Ich stelle die Frage nochmal. Ja, warum müssen alle Arbeitnehmer in Seoul, Seoul. Da war ich letzte Woche. Nein, nicht Seoul. Seoul. Korea. Seoul. Ach, Seoul. Einmal Seoul. Im Jahr eine Stunde zu spät zur Arbeit kommen. Kleine Info, Sie müssen auf Anordnung des Chefs. Alle Arbeitnehmer. Einmal im Jahr. Und zwar alle, nicht von alle. Einer Firma. Alle und es hat nichts mit Sommer- und Winterzeit zu tun, wie bei uns. Nein. Feiertagsersatz. Warum? Also wir haben ja Feiertage. Wir wissen ja, dass der Koreaner ganz besonders emsig ist, zumal in der Arbeitswelt. Und dort gibt es eben keine Feiertage, sondern Feierstunden. Also frohen Leichnam, das ist dann mal bis 9 Uhr abgehandelt. Herr Hoeker? Ich glaube, es geht darum, die Koreaner sind sehr bekannt für ihren Familiensinn. Und es gibt einmal im Jahr, da darf die Familie zusammen frühstücken, damit die Kinder auch wissen, wie sie ihren Vater ansprechen können. Zum Beispiel mit Papa oder so etwas in der Art. Und dafür ist dieser Tag da. Der hat auch einen Preis bekommen als familienfreundlichstes Unternehmen in Südkorea. Nächste Frage. Ich glaube eher, dass die Koreaner, weil die ja immer so viel arbeiten, haben die gar keine Zeit, die Putzfrauen in die Büros reinzulassen. Deswegen wird da einmal im Jahr, weil es wirklich, das geht gar nicht mehr, da liegen ja Sachen rum. Die Papierkörbe sind bis oben hin voll. Die Teeküchen sind, oh, sowas von, also wirklich, wenn sie es sehen, aber man will es nicht. Und zumindest wird dann dieses Putzgeschwader, das sind ja Hunderttausende, in dieser Stunde da durchgeschickt, da wird mal richtig groß reine gemacht und danach können die wieder in Ruhe weiterarbeiten. Inventur. Vielleicht ist das auch nicht so unoriginell, dass es was mit der Trennung Süd- und Nordkorea zu tun hat. Nein. Ich glaube, vielleicht ist es so ein abgefahrenes arbeitsrechtliches Problem. Und zwar, in Südkorea ist es so, wenn Arbeitnehmer einmal im Jahr eine Stunde zu spät kommen, dürfen sie jederzeit gekündigt werden. Um sich diese Möglichkeit offen zu lassen, hat der... Das ist ja mal eine tolle Idee. Ja, das ist halt, die Gewerkschaften sind da nicht so vertreten. Es ist aber ein bestimmtes Datum. Es ist nicht willkürlich, sondern es ist der, ich sag mal, der 13. Mai oder irgendetwas in der Richtung. Also ich denke mal, dass das, ich weiß, ich kann nicht genau sagen, ob es immer das gleiche Datum ist. Vielleicht variiert es auch etwas. Auf jeden Fall ist es einmal im Jahr. Feng Shui, wir kennen alle diese Gebäude, die Löcher aufweisen in China. Also damit bestimmte Götter weiterhin eine bestimmte Blickrichtung frei haben, schneidet man also Löcher in Gebäude. Vielleicht gilt dieser Feng Shui-Gedanke auch für zeitliche Abläufe. Also dass in einer bestimmten Zeit des Jahres nur... Ah, was war das für eine Handbewegung? Dieses... Das heißt, ich bin...
bin ganz nah dran. Ist, aber wichtiger ist, was du kurz vorher gesagt hast, finde ich. Das habe ich jetzt vergessen. Feng Shui war das. Feng Shui. Feng Shui, ja. Also ein religiöser Hintergrund, Aberglaube spielt religiös darüber. Nicht. Aberglaube. Hier, 13, die haben vielleicht, ist es sowas, 8. 8 ist doch eine Glückszahl, aber vielleicht die 3 oder die 6. Ist mir eigentlich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, total egal. Irgendeine Zahl ist eine Glücks- oder Unglückszahl. Und die kommen jetzt eine Stunde im Jahr zu spät und damit ist die Gesamtarbeitszeit im Jahr nicht genau die, die Unglück bringt. Mit Zahl hat es nichts zu tun. Uhrzeiten? Auch nicht. Mit Tagen? Sonnenstand. Ist es wahrscheinlich gar nichts in diese Richtung. Richtig! Seitdem so geht's. Ich meine, ich sollte den Stift wieder zücken? Okay, Herr Balder. Nervt mich doch nicht mit so einer Scheiße. Sehr schön. Sehr schön. Sehr richtig. Okay. Also ich glaube, also auch die ganze Richtung Feng Shui ist kaputt. Ist völlig verkehrt. Ich glaube, Martin. Also ich habe den Eindruck, als ob er zumindest jemanden kennt, der es wissen könnte. Aber man kann ja jetzt keinen anrufen, oder? Wenn du einen in Seoul kennen würdest, wäre es super. Kennst du jemanden in Seoul? Nein. Nee. Kurz überlegt. Hat es was mit Sex zu tun? Inwiefern? Warum? Oh, das weiß ich schon. Das ist nicht schlecht. Vielleicht haben die wirklich ein Nachwuchsproblem und sagen, eine Stunde habt ihr jetzt mal Zeit, euch in Liebe zu vereinen. Einmal im Jahr. Das wäre nicht für Deutschland. Ja, immerhin. Einmal im Jahr, 9 Monate später, könnte doch ein guter Schnitt sein. Die Krankenhäuser viel besser drauf einstellen. So. Aber erst mal 9 Monate später Urlaubssperre. Genau, aber damals bei dem großen Stromausfall in New York. Da kommt genau, dann die Babywelle. Also egal, ob die Antwort richtig ist, für Deutschland in jedem Fall ein Modell. Ja. Sehr schön. Ja. Ja, danke. Also, die Antwort ist nicht richtig. Die Antwort ist nicht richtig. Eine Fahne hissen, Herr Balder. Ob ich eine Fahne hissen muss? Nein, die Koreaner, die in Seoul. Ob die eine Fahne hissen müssen? Ob die eine Fahne. Hat es was mit der Olympiade zu tun? Da war doch mal eine Olympiade in Seoul. Also müssen die zum Beispiel eine Stunde noch irgendwas abbauen, was von damals noch heute noch. Aber es war 88. Hallo, es ist doch nur eine Frage von mir gewesen, Herr Balder. Wir haben so viele Überstunden gemacht damals, das haben wir noch abgefeiert. Aber es geht um ein einziges Unternehmen oder geht es um alle Arbeitnehmer? Ich habe gesagt, alle Arbeiten. Im Gesamt. Das Seoul oder in Korea? In Seoul. Vielleicht wird einmal im Jahr etwas gewählt. Nein, es wird was geübt. Eine sogenannte Feuerschutz- oder Katastrophenschutzübung wird da durchgeführt. Und die ist ja, wie man weiß, immer am 23. Juni zwischen 13:30 bis 14:30. Und da müssen alle Kollegen dann irgendwo hingehen, eine Pause machen oder dürfen auch später kommen, wenn die erst eine Spätschicht haben, weil die was üben wollen. Wisst ihr aber, was mich irritiert? Denn selbst in Seoul gibt es doch eventuell gleitende Arbeitszeiten oder die Imbissbesitzerin muss doch zu einer anderen Zeit antreten, wie jetzt einer, der morgens um 6 antreten muss oder der Bäcker, der morgens um 4 antreten muss. Also was mich irritiert. 8, aber dann wäre ja super Streik. Dann ging ja gar nichts mehr. Dann würde die Herzlunge. Deswegen bin ich irritiert, denn nicht aber jeder Arbeitnehmer hat doch dieselbe Arbeitszeit. Also ich gehe mal davon aus, dass es in Seoul nicht die gleitenden Arbeitszeiten gibt. Aber das wäre doch schön. Gerade bei so einer Herztransplantation sagt einer: Scheiße, Pech gehabt. Stündchen warten, ne? Ich glaube, das ist die Ausnahme. Ich sag's euch mal. Ihr seid ganz weit weg. Ja. Grund für diese ungewöhnliche Anordnung sind die jährlich stattfindenden Aufnahmeprüfungen für die Universitäten. Warum? Diese Prüfungen beginnen um 8.40 Uhr morgens, um zu verhindern, dass die Prüflinge wegen der morgendlichen Rush-Hour zu spät kommen. Seoul hat rund 12 Millionen Einwohner. Wird die Rush-Hour einfach um eine Stunde verschoben. Deshalb weisen sämtliche Arbeitgeber in Seoul ihre Mitarbeiter einmal im Jahr an, eine Stunde zu spät zur Arbeit zu kommen. Das ist der Grund, an sich logisch, nett für die Jungs, für die Uni und gut für Heiko Ringener. Er ist um 500 Euro reicher. Ich gratuliere Ihnen. Sehr gut. Sehr schön. Wir kommen zu Georgios Andrikos. Und Georgios Andrikos. Der ist Europameister. Lebt, wie schon der Name sagt, in Mörfelden-Walldorf. Das liegt in Hessen. Und Georgios Andrikos möchte wissen, was versteht man unter der Übergewichtstheorie? Ja. Sie können gerne Ihren Kugelschreiber benutzen. Fangen wir mal den Kugelschreiber. Diesen Kugelschreiber.
Kugelschreiber noch einmal benutzen, Herr Balder. Oh, nicht du schon wieder. Ja, die Übergewichtstheorie ist natürlich die berühmte... ist natürlich... Ach, ich finde das geil mit der nicht so schwer. Das passt auch zur Übergewichtstheorie. Also, Übergewichtstheorie. Das ist natürlich die berühmte Jojo-Theorie. Das ist die Theorie, du bist sehr, sehr übergewichtig, versuchst ein paar Kilo abzunehmen. Es gelingt dir auch und in 6 Monaten hast du alles wieder drauf. Ich habe eine andere Theorie. Ist das gut? Nein. Nein. Es gibt doch diese Werbung, wo Familien auf einem oder Mutter mit dem Kind so auf einem Balkon sitzen. Oder früher war das, wie die so in so einem Park gesessen haben und haben sich dann lustig irgend sowas rein, so einen Joghurt oder so reingepfiffen. Im Hintergrund war eine lustige Musik zu hören, die mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Wie war das noch? Und dann irgendwann brach derjenige durch ein Esszimmer durch oder der Balkon hing schief. Auf dem Nebenbalkon, in dem Nebenzimmer saß jemand, der hat Frühlingsquark oder sowas gegessen. Der Leichte. Ja. Und ich glaube, dass diese Übergewichtstheorie daher rührt. Wenn man zu fette Sachen isst, bricht der Balkon ab. Gut, für mich klingt... Ich glaube, es geht um Lampionologie. Wir kennen das im Herbst, Bummeler, Bummelaterne. Wenn jetzt Rabimmel, Rabammel, 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 ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne, da unten leuchten wir. Mein Licht geht aus, wir gehen nach Haus. Rabimmel, Rabammel, Rabumm. Mein Licht geht aus, wir gehen Obwohl, darf ich ganz kurz einhaken? Also, diese Lieder wurden ja früher an St. Martin gesungen. Wenn du heute in Ports zum Beispiel an St. Martin die Tür aufmachst, singen die so Lieder wie St. Martin war voll krass geil, der Typ. Theorie, Martin, was mein... Nein, ist völlig in Ordnung. Ich hätte jetzt die Theorie auch noch zum Besten geben können, aber Martin, du bist dran. Ich weiß es auch nicht, aber ich kenne auch ein Lied. Was denn? In Gottes Namen, wie heißt es? Heute gehen wir wieder gar nicht mehr, gar nicht mehr, gar nicht mehr. Heute gehen wir wieder gar nicht mehr heim. Bis die alt Pfannekuchenbeck und Kaschep schnut mehr mich. Heute gehen wir wieder gar nicht mehr, gar nicht mehr. Singen, ihr habt genau noch eine Minute Zeit, um diese Frage zu beantworten. Ich habe eine Idee. Also, ich glaube, die Übergewichtstheorie kommt aus dem Bereich Fußballstadien und ist zum ersten Mal aufgetreten in der Bay Arena in Leverkusen, weil da saß bekanntlich relativ lange ein Herr, der Rainer Kallmund mit Namen heißt. Und Übergewichtstheorie bedeutet, dass der in dem VIP-Bereich natürlich nicht nur einen so einen Schalensitz benutzen musste, sondern zwei. Das ist die sogenannte Übergewichtstheorie, die heißt, je fetter du bist, desto mehr Plätze brauchst du. So. Ich bin aber ganz schnell bei Robben. Oh. Bei Robben oder Eisbären. Nämlich bei dem Aufbau von Fettschichten für Tieren, um über den Winter zu kommen. Und je übergewichtiger die sind, desto mehr Chancen haben die im Frühling noch so eine alte Mülltonne auszugraben. Nein, es hat nichts mit Tieren zu tun. Vielleicht ist es der Moment, in dem etwas zum Kippen kommt. Wie zum Beispiel auf einer Wippe. Wenn wir beide wippen, dann kommen Sie. Dann sitze ich da. Gar nicht runter. Oder ziemlich schnell hoch. Ja, wenn ich aufstehe. Und dann werden wir drei. Aua am Steiß. Also ist ja grundsätzlich wahrscheinlich schon richtig, dass es irgendwie um Übergewicht geht. Denn sonst hieße das ja anders. Zum Beispiel Kartoffeltheorie. Es geht oder so. Überhaupt nicht um Übergewicht. Ja, dann werden wir es auch nicht Hat es vielleicht können. Einen Herrn Karl August von Übergewicht im 17. Jahrhundert? Ich sag's euch mal, ihr seid ganz weit weg. Es ist ein Fachbegriff aus dem Mietrecht. Folgender Fall. Der Vermieter einer Wohnung, die sowohl gewerblich als auch privat genutzt wird, kündigt dem Mieter. Weil es für gewerbliche Räume keinen Kündigungsschutz gibt, muss unter Umständen vor Gericht erst einmal geklärt werden, welches Mietrecht hier zur Anwendung kommt. Das für Anmietung des Gewerberaumes oder von Wohnraum. Der Richter muss dazu feststellen, wo das Übergewicht in der Nutzung der Räumlichkeiten lag. Da spricht der Jurist in diesem Zusammenhang von der Übergewichtstheorie. Hättet ihr nie im Leben. Nein, das war eine gute Lösung, dass wir so viel gesungen haben. So, ja. An den Kost, 500 Euro. Gratulation. Eine sehr interessante Frage kommt von Volker König aus Essen.
Volker, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hause am Empfänger. Sagen Sie mal, Empfänger kommt auch noch aus den 30er Jahren, oder? Herr Ballmer? Ich glaube, noch älter. Gut, Fernsehapparat. Danke. Volker möchte Folgendes wissen. Warum wurden in den 70er Jahren 150.000 afrikanische Mistkäfer per Flugzeug nach Australien verfrachtet? Ah, als natürlicher Feind gegenüber einem schädlichen Insekt, also eine Laus oder sonst etwas, die in Australien die Ernte bedrohte. Genau. Kleine Info von mir, nicht um irgendwelche Schädlinge zu Es war ein Mistkäfer und der ist 150.000. Und ach, es ist ja nicht viel, 150.000 afrikanische Mistkäfer. Per afrikanische Flugzeug nach Australien. Nach Australien. Ah, Mistkäfer. Genau. Martin? Das war ja noch Hippie-Zeit. Gell? Vielleicht haben die so schöne leuchtende Farben gehabt. Die haben die geraucht. Ja, oder haben sich Kleider draus gemacht. Also ich glaube, Mistkäfer rollen noch Mist. Also geht es um eine Beseitigung oder Verschönerung von Kot. Vielleicht, dass sie sich besonders in Schafskot oder so sehr wohlfühlen. Schafe gibt es ja genügend. Und deswegen rollen diese kleinen lustigen Burschen den ganzen Tag. Es gab doch Kaninchenplage in Australien. Ja. Viele Jahre hat das Land sehr darunter gelitten. Und das sind ja auch kleine Ködel, die eventuell von diesen... Das hat nichts mit Schafen und Kaninchen. Nee, nee. Was ist denn als Futter? Vielleicht sind ja die Burschen beliebt als Futtertier für... Kängurus oder Mistkäfer. Ja, weiß ich nicht, kann ja sein. Ich habe so ein Ding aber noch nie gegessen. Ich bin aber auch kein Känguru, Herr Balder. Entschuldigung. Aber 150.000 Mistkäfer, die werden schon längst alle, glaube ich. Das sind nicht so die vermehren viele, sich doch selber weiter vielleicht oder haben die nur Männchen oder Weibchen dahin geschickt? Die kamen woher aus Tansania? Die kam aus Afrika. Aus Afrika. Aus Afrika. Tansania, das musst du ihm sagen, gehört zu Afrika, das weiß ich. Gehört zu Afrika. 150.000 afrikanische Mistkäfer. Also 150.000 finde ich persönlich jetzt nicht anzahlweise so viel, dass sie zum Beispiel in einem Gebiet ausgesetzt werden, um die Erde zu lockern oder um irgendetwas zusammenzurollen. Deswegen glaube ich schon, dass die an ein Labor geschickt worden sind, damit man mit denen etwas experimentiert oder damit die gezüchtet werden. Falsch. Was? Ich weiß, falsch. Die sind ausgewandert. Australien, klassisches Afrika will keiner hin. Die haben ganz normal Antrag gestellt. Nee, und das waren Gefangene. Das waren gefangene Mistkäfer. Altes die haben Mist Sklaven gebaut. Aus Australien. Käfersklaven, die durften endlich wieder zurück in die Heimat. Herrlich, ich könnte weinen vor Glück. Ja. Das ging auch ganz schnell. Die hatten damals auch irgendeinen Außenminister, der hieß, glaube ich, Fischer oder so. Da waren die ganz schnell in Australien. Sollten wir noch einen Moment warten? Also die Frage ist. Achso, Martin? Entschuldige. Vielleicht gab es so einen Sammler, wie ein Schmetterlingssammler. Halt, einer, der mehr so Mistkäfer gesammelt hat. Aber warum lässt er sich denn dann 150.000 schicken? Ja, der hat sich dann das Schönste rausgesucht. Aber lass mich doch mal reden. Warum? Warum logisch? Lass mal logisch sein. Ob es nicht darum ging, dass die Mistkäfer von Afrika nach Australien kamen, sondern ob der Weg das Ziel war. Also ob die zum Beispiel in dem Flugzeug etwas suchen mussten oder ob man in dem Flugzeug ein Experiment mit den Tierchen gemacht hat. Das ist falsch, aber vorhin hattet ihr einen ganz netten Ansatz. Wer denn von uns, Herr Balder? Weiß ich nicht mehr, irgendeiner von euch sechs. Aber der war wahrscheinlich sechs. Da kann ich ja nicht lange genug draufdrücken, irgendeiner von euch sechs. Wir sind fünf, Herr Balder. Jetzt, wo Sie es sagen. Damit wir uns richtig verstehen, Sie meinen, das war ein netter Ansatz, kein richtiger wahrscheinlich. Das war ein richtiger Ansatz, aber dann wurde es schief. Geht es um die Funktion des Käfers, dass der Mist beseitigt? Ja. Aha. Wessen Mist beseitigt? Es geht nicht um Kaninchen, nicht um Kängurus. Aber es geht um Tiere, die Mist machen, der beseitigt werden muss. Wie ist das denn mit einem Zoo? Vielleicht hatten die einen Zoo mit afrikanischen Gnus. Die haben natürlich auch afrikanisch ausgekotet. Ja. Dafür ist Fachpersonal notwendig. Natürlich. Wir gehen jetzt ja immer davon aus, dass das nicht so viele sind, 150.000, wie Sie sagten, Frau van Sinn. Vielleicht sind die in Wirklichkeit sehr, sehr groß. Wer kennt denn schon so einen afrikanischen Mistkäfer? Und der ist, sagen wir mal, so groß wie so eine orange Fläche hier. Man bräuchte... Oder, ich muss jetzt ein bisschen das Ganze anspitzen, damit es auch plastisch im Fernsehen überzeugend wird. Jetzt hab Gut, ich hat es mit Kängurus zu tun, Herr Balder? Nee. Hat es mit Gürteltieren zu tun?
Was ist mit dem berühmten Schnabeltier, genau, das in Australien zu Hause ist? Wie heißt das denn? Schnabeltier. Ja. Hat das auch einen eigenen Namen? Ja, Franz Josef, Karl-Heinz. Hat was mit dem tasmanischen Teufel zu tun, der ja mal vom Aussterben bedroht war? Nein, jetzt nicht mehr, weil jetzt ist er weg. Das hat aber etwas mit einem typischen australischen Beuteltier zu tun. An sich überhaupt nicht. Es hat aber mit was mit Tier Farmern, mit australischen Farmern. Jetzt sind wir bei Was bin ich? Aber also, es hat was. Also, vielleicht haben die in den 70er Jahren die ersten großen Stallungen gebaut oder Schweinemassen, wo irgendwie Tonnen, millionenfach Mist angefallen ist. Und die haben in einer solchen Scheune einfach diese Viecher ausgedingst, damit die das wegverarbeiten. Nee. Zwei Theorien. Buschbrände, auch in Australien immer wieder eine große Gefahr. Das heißt, der Mistkäfer, ja, oder er pinkelt das Feuer aus. Ja. Die 150, zweite Theorie, wann war das? 1972? In den 70er Jahren. Ah ja, siehst du, 72 Olympiade in München oder Melbourne. Wieso Melbourne? Davor, war das davor? Also, ja, also Trainingsgerät für australische Sportler, zum Beispiel Gewichtheben. Gewichtheben, genau, 150.000 sind sehr, sehr schwer. Und aber hat das was mit Feuer zu tun? Überhaupt nicht, ich sag's euch mal. Ihr werdet nicht drauf kommen. Richtig. Hätte man diese Mistkäfer damals nicht eingeflogen, wäre Australien inzwischen vermutlich komplett, Entschuldigung, zugeschissen. Grund: Rinder waren in Australien nie beheimatet, sondern wurden erst von den Einwanderern mitgebracht. Deshalb gab es in Australien noch keine Mistkäfer, die sich über den Rinderkot hätten hermachen können. 1970 grasten in Australien bereits 18 Millionen Rinder und jedes davon bedeckt pro Jahr rund 365 Quadratmeter mit Kot. Deshalb wurden damals 150.000 Mistkäfer aus Afrika nach Australien verfrachtet. Die Mistkäfer haben sich in den vergangenen Jahrzehnten so vermehrt, dass der Rinderdung nun auch in Australien ökologisch verträglich entsorgt wird. Sagen Sie mal, Rinder. Wieso kommen wir denn nicht auf Rinder? Das weiß ich auch nicht. Wir sind ja so jämmerliche Vollidioten. Ja, das ist so. Volker, König aus Essen, 500 Euro. Sehr gut. Warum sind wir Ich schäme mich, ja, schäme mich Mitglied mit dieses Teams zu sein. Jürgen Stallbommer wohnt in Köln und möchte gerne wissen, wer oder was ist ein Bergfahrer? Ah, oh, das weiß ich, das ist der von unten kommt. Das ist nämlich auf einer Piste, wo Serpentinen sind, gibt es einen Berg- und einen Talfahrer. Und man sagt auch, dass der nach oben fährt, Vorfahrt hat, deswegen Bergfahrt vor Talfahrt. Und dieser Bergfahrer ist einfach der von unten, da kommt, aus Matterhorn oben drauf fahren will. Auf der Straße. Das ist auf der Straße. Tour de France, da gibt es ja auch das T-Shirt für den Erik Zabel, ja, oder wen auch immer, der immer das grüne T-Shirt hat, der am schönsten Berg hoch. Nein, das ist der, die besten Punkte hat, der mit dem Bergfahrer, ist der mit dem weiß mit roten Punkten. So will ich dich. Und deswegen ist der Bergfahrer eben der in einem Team bei der Tour de France besonders spezialisiert ist, Berge hochzukraxeln. Sehr hübsch. Ich habe gefragt, wer oder was ist ein Bergfahrer? Was ist ein Bergfahrer? Ja, in dem Fall wäre es, wer ist ein Bergfahrer? Ja. Der. Wollen Sie jetzt nur wissen, ob es ein wer oder ein was ist? Oder auch können, Ich möchte wissen, wer oder was ist ein Bergfahrer? Das war zwar sehr schön erklärt, aber nein, Sie haben das falsch ausgesprochen. Das sind Leute, die, es gibt ja auch so kleine Kapellen, die auf 2500 Metern irgendwo in den Stein gehauen werden. Und das ist ein sogenannter Bergpfarrer. Da müssen Sie es aber auch anders aussprechen. Bergfahrer. Also, vielleicht ist es, ich bin da wieder beim Skiurlaub und beim Ankerlift, wo man nur auf den Berg fährt. Dies ist ein Gerät, was nur zum Bergfahren benutzt wird und nicht zum Talfahren. Also, ja, das ist überlegt, glaube ich, also grundsätzlich viel zu nah dran, glaube ich. Also das ist ja schon einen Schritt weiter weg, sonst wäre es ja... Das wäre albern. Vielleicht eine Stellung aus dem Kamasutra. Martin, könntest du die Methodiker mal vormachen? Martin, sag nein. Sag nein zu dem Mann, sag nein zu dem Mann. Also hier nicht. Ich glaube, dass es eine Pflanze ist. Und zwar gibt es Pflanzen, die zum Berg hin wachsen. Wir haben auch schon welche, die irgendwie Richtung Wind oder Gegenwind, Richtung Sonne wachsen. Ich glaube, der Bergfahrer ist ein Nadelgehölz, was gerne auch so bei uns im europäischen Alpengebiet vorkommt. Und wo vielleicht ein auch... Ein Nadelgehölz. Ein Nadelgehölz. Aber wie so Fahrer. Wie zu Fahrer, ja.
Ich glaube, weil es so heiß, keine Ahnung. Vielleicht gibt es, ich bin da bei einer großen Maschine. Ich sehe ein großes Rad vor mir, was auf der einen Seite geht es herunter, auf der anderen Seite geht es hoch. Und der Bergfahrer ist vielleicht ein bestimmter Hebel, der nur dann benutzt wird, wenn das Rad halt gerade an einer bestimmten Stelle nach oben geht. Also Tunnelbau? Tunnelbau vielleicht? Bergwerk. Ja. Bergwerk. Ja. Vielleicht gibt es einen bestimmten Aufgabenbereich oder ein bestimmtes Gerät, was die Bergfahrt in einem Bergwerk besonders unterstützt. Die haben da sogar einen Namen, diese kleinen Wannen, mit denen man das Erz abbaut. Die haben Horst. Noch, wie? Horst, ne, ist klar. Oder kann stimmt es das? Sind wir im Bergwerk? Mhm. Unter Tage sind überhaupt wir. Nicht. Was hat das denn mit Schnee irgendwas zu tun? Sind Wintersport gar nicht. Gut. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Macht ja nichts. Aber vielleicht, wenn man an einem Hang steht und lässt einen fahren. Das wird es also. Herr Ballner, ich glaube. Nee. Ich bin in der Ornithologie gelandet und es wird ein kleiner, putziger, gefiederter Bursche sein, der in den Savoyen gerne auch zu Hause ist und übersetzt nur Bergfahrer heißt, eine Art, eine Vogelart, der es schafft, in diesem sehr rauen Klima trotzdem sich sehr wohl zu fühlen und auch ein kleines Nestchen zu bauen. Und das ist der sogenannte Bergfahrer. Alles falsch. Hebelstellung, Drachenfels, Zahnradbahn. Der Bergfahrer ist der zuständige Mitarbeiter, der immer den Berg rauf fährt, weil es eine ganz andere Strecke ist, als... Also, wie wäre es denn, wenn das ein Fisch oder ein Tier unter Wasser wäre? Ein Krebs oder irgendetwas, was zum Beispiel unter Wasser so einen Hügel oder eine Koralle hochkraxelt? Und das Tier, was sich an ihn andockt oder auf seinem Rücken mitfährt, das nennt man in der Zoologie einen Bergfahrer. Ja, es wäre schön. Ich sag's euch mal, ihr seid ganz weit weg. Es ist ein Fachbegriff aus der Binnenschifffahrt. Oh nein, die Schleuse! Die Schleuse! Nein. Ach so, nein, einfach drauf. Ist doch klar. Keine Schleuse. Hallo. Was ist da nochmal? Darf ich sagen? Ich glaube, dass da einfach geregelt wird, wer mit dem Strom und gegen den Strom. Wenn du gegen den Strom zum Beispiel von Köln Richtung irgendwohin, also jetzt Richtung Bonn, das ist ja gegen den Strom, bist du ein Bergfahrer, weil du gegen den Strom fährst. Bergfahrer sind immer die, die Richtung Quelle fahren, also flussaufwärts. Sind wir blöd. Alle, die Richtung Mündung fahren, sind Talfahrer. Jürgen Stallbaum aus Köln, 500 Euro, sehr schön. Gratuliere Ihnen, sehr gut. Matthias Köhler wohnt in Köln, ist heute Abend hier. Wo ist er? Matthias, dort hinten. Matthias, gucken Sie nochmal. Begrüßen Sie sehr herzlich. Matthias möchte wissen, was ist das sogenannte Afrika-Verfahren? Das Afrika-Verfahren? Ja. Also ich würde einfach tippen, wenn zwei Typen aus Tansania bei Frau Salesch auf der Anklagebank sitzen. Da sagt die Frau, ja gut, heute ist ein schwieriger Fall. Schauen wir die Kollegen an, Herr Uyo Womela und wie die heißen, Bunga Bunga. Klares Afrika-Verfahren. Nee. Ich glaube, es ist ein Verfahren, was zum ersten Mal in Afrika angewandt wurde. Vielleicht ist es das Exportieren von kleinen Käfern zur Aufnahme von Rinderdung. Von Rinderdung, ich weiß nicht wo, aber vielleicht... Das wäre lustig, wenn das jetzt stimmen würde. Leider nicht. Ist das ein Freund von mir ist passiert, der hat sich in Afrika verfahren. Heißt das gar nicht Afrika, sondern das heißt nur, also Afrika und kommt zum Beispiel aus der Küche, also Affe, Ricotta, Kartoffel. Das ist halt so ein Eintopf, der sehr gerne gegessen wird, zum Beispiel in Afrika. Also keine Abkürzung, nein, schon richtig Afrika. Aha, vielleicht Afrika, da denke ich ja sofort an Südafrika, ich denke an die Medizin, ich denke an Christian Bernard, der das erste Herz transplantiert hat. Vielleicht ist es eine bestimmte Operationsart, die in Afrika zuallererst angewandt wurde. Also die Transplantation von Herzen? Nein. Von einem anderen Organ? Nein. Von Elefantenfüßen? Überhaupt etwas mit Medizin zu tun? Nein. Dann möchte ich jetzt aufhören. Hat es etwas mit der Anordnung von Schwarz-Weiß zu tun?
Wie soll ich das verstehen? Ja, nun gut, in Afrika gibt es sehr schwarze und sehr weiße Menschen. Ja. Und ich frage mich also, ob es irgendetwas mit der Schachbrettproduktion oder mit Dominosteinen, also ob es gar nichts mit dem Kontinent Afrika, weil da würden wir uns ja einen Wolf raten. Klaviertastatur. Bei einem Afrika-Verfahren. Was gibt es auf so einem riesigen Kontinent, was dort zum ersten Mal oder innovativ war? Deswegen reduziere ich meine Frage auf Schwarz-Weiß. Nein, gut. Grenzziehung. Bitte. Was? Grenzziehung. Warum? Ja. In Afrika wurden die Grenzen mit Linealen gezogen, sodass es im südlichen Bereich von Afrika den einzigen Punkt der Erde gibt, wo vier Länder aneinander stoßen und eine gemeinsame Grenze haben. Mit Linealen? Ja, mit Linealen, ja, quer gezogen. Das wie groß, wie lange haben die denn gezogen? Das war eine Karte am Ende, Herr Walder. So. Aber so ein Verfahren, also ein Verfahren, Grenzen zu ziehen, völlig losgelöst von Sinn und Verstand. Nee. Aber die Idee nochmal mit Schwarz-Weiß finde ich gut. Vielleicht ist das auch nur so ein Synonym für, wenn du jetzt meinetwegen dein Auto in eine Lackiererei bringst und der sagt, brauchen Sie eine Rechnung? Und dann sagst du, eine Rechnung brauche ich nicht. Dann sagt er, dann können wir es ja im Afrika-Verfahren machen. Schwarz lackieren. Wie wäre es denn mit Friseurwesen, mit Dreadlocks? Hallo. Ach so. Bei mir nebenan war lange Jahre ein Friseurladen, der hatte das dick im Fenster stehen. Das dauert stundenlang, diese unfassbar kleinen, verfilzten Locken da zu machen. Afrika-Verfahren. Nee. Hat mit Friseur überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Seefahrt. Seefahrt. Afrika-Verfahren. Früher musste man ja, um von West nach Ost zu kommen, um Afrika herumfahren. Also eine große Strecke in Kauf nehmen. Vielleicht ist das Afrika-Verfahren einfach nur eine übertriebene Beschreibung von, ich nehme einen großen Umweg in Kauf, weil es billiger ist als die direkte Strecke über Land. Seefahrt? Ist das eine Geste jetzt im lieben Sinne, Herr Baller? Nee, ich mach mir ein bisschen Luft. Ja, so. Eben. Also hat damit nichts zu tun? Überhaupt nicht. Okay, wie wär's mit... Landwirtschaft? Landwirtschaft? Ja, geht's um die Veredelung von Steckhölzern, Coffee Arabica, also Kaffeepflanzen, Sträucher, die in einem besonderen Verfahren angebaut werden, das sich abgrenzt von der arabischen oder gar südamerikanischen Kaffeeplantage. Wie? Wie abgrenzt? Ziemlich. Mit einem Lineal. Mit einem Lineal. Mit einem Lineal. Die Kaffeebohne ist größer, sodass sie auch zur Herstellung von Afri-Cola dienen kann. Ja. Geht es um Musik, Herr Balder? Ist es ein Verfahren in der Musik, wo man mit dem Synthesizer einen bestimmten Rhythmus in eine schon bereits komponierte Melodie eingeben kann, die eben so bestimmte afrikanische... Es gibt doch die Out-of-Africa-Theorie in der Paläontologie oder Anthropologie des Menschen. Seitdem er die Therapie nicht mehr macht, ist das völlig bei ihm. Vielleicht ist die, wie heißt das, Afrika-Theorie? Afrika-Verfahren. Das Afrika-Verfahren ist das Verfahren, wie man, zur Theorie hätte die Antwort gepasst. Ich ziehe meine Antwort zurück. Hat das was mit Altersbestimmung bei archäologischen Funden? Also Luzi zum Beispiel, dieser erste Mensch in Tansania, im ostafrikanischen Ghana. Frühe Schädel, die dort erstmals in die Steinzeit einsortiert werden konnten, mit Hilfe des Afrika-Verfahrens. Ist ein Begriff aus der heutigen Zeit. Aber hat das mit Paläontologie zu tun oder mit Archäologie? Nein. Chemie? Oh. Öltransport? Oh. Friedensmissionen? Politik? Bitte? Friedensmissionen? Nein. Wenn es kritisch wird, gehen wir raus. Aha, oder so. Aha, Moment. Der hat aber gezuckt. Ist das vielleicht eine... Ich zucke öfter, ist das Alter. Das ist jetzt losgelöst von seinem Beruf, auch privat. Ja, natürlich. Hat es was mit Politik oder Juristerei zu tun, Herr Balder? In Afrika viele Kriege, viele Bürgerkriege, vielleicht hat es damit zu tun. Juristerei eher nicht. Politik spielt natürlich überall mit rein. Hat's was ist mit Sex Kriegen zu tun? Kriegen? Viele Bürgerkriege in Afrika, vielleicht gibt es da einen... Indirekt schon, ja. Mit Kriegen. Moment, indirekt. Nicht aufhören. Vielleicht geht es um die Entwicklungshilfe. Vielleicht gibt es ein bestimmtes Verfahren, wie Entwicklungshilfe gegeben wird. Nämlich nicht einfach so drüber schütten, sondern gezielt Hilfe zur Selbsthilfe. Wo genau, Leute anlernen, dass sie selber einen Beruf ausüben können, um den Traktor dann nicht nur zu fahren, sondern hinterher auch wieder zu reparieren. Nein. Brunnenbau? Gar nicht oder nah dran? Also das eben war gar nicht. Davor war nah dran. Beides. Gar nicht nah dran. Also Entwicklungshilfe ist aber das richtige Stichwort. Die Richtung stimmt. Richtung. Ist das bei der UNO vielleicht irgendwas? Wie da Gelder aufgeteilt werden? Afrikanischen Staaten haben bei der UNO mal eine bestimmte Methode bei der Mehrheitsfindung oder so durchgesetzt. So können wir vielleicht weiterkommen. Aufteilung von Entwicklung. Viel zu kompliziert. Ist viel einfacher. Ist viel einfacher. Hat es doch mit Sex zu tun. Nein! Man sagt ja scherzhaft, dass die Kollegen, die dunkle Haut haben, ein bisschen längeres
Geschlechtsteil auch gerne machen. Vielleicht gibt es das Afrika-Verfahren. Das liegt nicht dass an man der sich, Hautfarbe. Dass man kommst sich jetzt hier bitte nicht mit Gloria von Tutnix und Tafnix-Theorien über diesen Schreibtisch. Lass mich doch bitte mal, aber das, vielleicht gibt es eine Theorie, die angewandt wurde bei hellhäutigen Leuten, dass sie sich mit so einer Kordel in ein Steinchen dran gebunden haben. Was? Das hilft zwar nichts, aber nach 3 Wochen ist er genauso schwarz auf jeden Fall. Du musst es ja wissen. Wir sind schon eher bei Menschen oder Lagern oder eben, wie Sie sagten, Entwicklungshilfe in beiden Sinne. Sonst wäre ich noch mal in den Zoo gelaufen. Völlig verkehrt. Also, ich bin bei der LP. Entwicklungs-, was? Administration kolonial. Nein, es gab damals eine LP, eine Langspielplatte. Vielleicht werden das einige Leute von Ihnen zu Hause noch kennen, an den Empfängern, meine Damen und Herren. Und ich glaube, dass das eine besondere Sache war, dass auf der Platte damals von der Gruppe Toto dieses Lied Afrika als letztes auf der Platte war. Das musste aber andersrum oder schneller abgespielt werden als der Rest. Und deswegen hat man da vom Afrika-Verfahren gesprochen. Und es hat auch nichts mit Bob Geldof und Live Aid-Konzert zu tun. Das erste Riesenkonzert in der Geschichte in seiner Art, was vielleicht sehr unbürokratisch Gelder hat fließen lassen. Ich werde es euch sagen. Politisches Verfahren, ne? Ich werde es euch sagen. Ja, es waren ein paar richtige Sachen, die Rechnung stimmte. Also bei der Lieferung von Hilfsgütern in Katastrophengebieten oder Krisengebieten, wie auch immer, können die schweren Frachtmaschinen oft nicht in die Krisengebiete selbst fliegen, weil sie dort nicht landen können, weil keine ausreichende Landebahn zur Verfügung steht. Die Flugzeuge, das sind diese riesigen Transallmaschinen, schweben deshalb auf einer Höhe von nur 5 Metern mit rausgefahrenem Fahrwerk dicht über dem Boden. Der Laderaum wird geöffnet, die Hilfsgüter rutschen auf speziellen Rollpaletten von alleine heraus und können so direkt ins Zielgebiet gebracht werden. Afrika-Verfahren deshalb, weil erstmals bei der Lieferung von Hilfsgütern nach Afrika angewandt. Das ist das Afrika. Sehen wir öfters im Fernsehen mal? Ich habe es noch nie gesehen, das hätte ich gesagt, Herr Ball. Sehen Sie? Ich wusste es. Matthias, 500 Euro, Bar auf die Hand. Sehr gut. Matthias freut sich, meine Damen und Herren. Womit? Mit Recht, er nennt 500 Euro sein eigen. Und das. Können Sie auch, wenn Sie möchten. Sie können auch gerne von uns das Geld bekommen. Sie müssten nur ein paar Fragen einsenden, eine oder auch 1000. Ist ganz egal, wir können jede Frage gebrauchen. Genial daneben, 50616 Köln. Oder Sie rufen einfach an, 01378 1120. Noch einfacher ist es, Sie schicken eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Jetzt wird gelöst. 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 Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Immerhin, ihr könnt es schaffen. Wir waren ja nah dran. Natürlich. Das hat ja was mit Afrika zu tun. Frederik Timmer wohnt in Dortmund. Und Frederik möchte wissen, was ist ein Zonensammler? Ein Zonensammler, das ist jemand, der durch alle Zeitzonen. Es gibt ja Leute, die sammeln zum Beispiel in Amerika Bundesstaaten. Die sagen, ich war Silvester, schon in 48. Der hat 4 verschiedene Zeitzonen Silvester feiert. Könnte Beispiel. Jemand sein, der das gemacht hat, in einem Überschallflugzeug damals Zeitzonen gesammelt hat. Oder auch so gesagt, ich bin durch alle Zeitzonen dieser Erde schon geflogen und die sammle ich. Und da gibt es auch einen Stempel vom Zeitzonenclub. Zeitzonenclub. Vorsitzenden, der kann hinter sagen, hier, ich habe meinen Zeitzonenclub Ausweis. Also und den dann doch mehr Hobby. Bitte? Dann doch mehr Hobby. Ich habe noch keinen gesehen, der es beruflich macht. Das muss aber nichts heißen. Ist aber nicht. Ist das eventuell doch jemand, der aus der, damals ja so etwas abfällig, die Zone genannt, der ehemaligen DDR, also die ganzen Devotionalien sammelt, die ganzen alten FDJ-Hemden und die Sticker und die Orden. Also ein jemand, und die alten Sakkos. Ja. Das wäre. Ich lasse Sie erstmal auslachen. Das wäre ein Devotionalien-Sammler. Wie wär's denn mit Zonen? Ich bin da bei der Verkehrszone. Also vielleicht ist das genau, erogene Zonen. Was ist denn los mit dem heute? Aber heute besonders. Martin, hast du jemals, schon mal jemanden kennengelernt, der erogene Zonen sammelt? Ich. Beruhigte Zone. Wie funktioniert das? Ja, also ich nehme sie natürlich jetzt nicht mit, aber ich guck, wo welche sind. Und dann? Und dann schreibe ich es mir auf. Nee, dann rufst du mich an und ich helfe dir da. Das ist ganz einfach.
Amazonensammler, Tierwelt, Tarife oder Tiere? Was möchten Sie zuerst hören, Herr Balder? Ist mir egal, ich kann beides. Ich mach Tarif. Mach du Tarife, mach ich Tiere. Ja, ja. Weder noch, Guido. Ja, ich war nämlich gerade bei der... Bitte, lass uns auch die beiden jungen Leute einfach mal ein bisschen... Natürlich. Würdest du bitte anfangen, lieber Bernhard? Tierwelt, ein Tier, was nur in einer bestimmten Zone sammelt. In welcher? Links. Was sammelt das hier? Kleine Nadelreste, die zerbrochenen Baumnadeln. Danke, von Bernhard. Jetzt wäre der Wiegalt dran. Ja, ich finde das schon Vegetationszonen. Das finde ich schon. Der boreale Nadelwald zum Beispiel oder die Taiga oder die Tundra. Ein Sammler ist eine Tierart, die sich im Laufe der Evolution immer mehr unterschiedlichen Lebensräumen angepasst hat und verschiedene ökologische Nischen. Also sind wir im Tierreich? Ja. Ja. Wie schön, verkehrt. Menschen. Ist dem, Zonen, Menschen, Jäger ist Zonen eine Abkürzung, Z-O-N-E-N? Zonensammler. Zonensammler. Und gibt es einen Herrn Zonen? Oder eine Frau Zonen? Mit Sicherheit, aber der hat damit nichts aber zu tun. Aber ich glaube, kann das nicht ein Gerät sein? Kann das nicht ein Gerät sein, ein Sammler, der irgendwas aufklaut? Es ist ein Gerät. Ja, das sage ich ja gerade. Vielen Dank. Das wollte ich gerade einfach. Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Der Zonensammler fährt zum Beispiel in Siegburg los und landet in Ports und hat auf die Weise drei verschiedene Tarifzonen gesammelt. Und hat die Leute alle gesammelt, die da draußen standen und in die nächste Zone fahren wollten. Genau, ein Zonensammler ist eine Straßenbahn. Nein, aber es ist ein Gerät. Wir sind bei einem Gerät. Jetzt ein Gerät. Wenn wir jetzt mal wissen... Okay, sammeln ist klar. Wenn wir jetzt mal wissen, was ist denn bitte eine Zone? Was könnte das, was sammelt das? Und es wird auch Z-O-N-E-N geschrieben. Ja, ja. Und richtig, ist ein Zonensammler. Vielleicht ist das ein Gerät, was in ein, also, ich glaube, es ist ein Gerät. Ich glaube, Heller weiß was. Ich möchte dich nicht unterbrechen. Moment, wie wäre es mit Medizin, plastische Chirurgie, Hautärzte, Kosmetikbereich? Es gibt ja verschiedene Zonen, auch im Gesicht vielleicht, mit verschiedenen fettiger Haut oder verschiedenen Pickeln. Und ein Sammler könnte ein Gerät sein, was weiß ich. Ein Epiliergerät oder irgendetwas, was man am Körper benutzen kann, was bei verschiedenen Körperzonen aber die gleiche effektive Arbeit macht. Aber warum heißt der Sammler? Weil der die Pickel der sammelt. Der sammelt in verschiedenen Zonen Haare oder Unebenheiten mit Esser ein. Damit die nicht auf den Boden fallen. Ja, Flocati, wer will das schon? Natürlich. wer hat den heute noch? Ja. Also ist Zonensammler, hat es was mit Medizin oder Kosmetik im weitesten Sinne zu tun? Nein. Also ich bin an einem Lesegerät oder so, wo man irgendwas durchzieht. Oder das wird ja keiner sein, der irgendwie wie so ein Teil, was irgendwelche Golfbälle aufsammelt. So ein Gerät sein, das irgendwelche Sachen, die am Boden liegen, aufsammelt. Aber vielleicht irgendwas. Aber das ist zum Beispiel auch nicht schlecht, der sowohl im Wasser wie auch an Land aufsammelt. Verschiedene Zonen. Wo benutzt man denn Zonen, außer bei Wetter? Denke, ist das vielleicht etwas, was durch die Luft fliegt und in bestimmten Zonen Informationen sammelt über Luftfeuchtigkeit oder über Niederschläge? Nicht fliegt. Es steht. Aber es gibt, steht. Ja, genau, es gibt also bevor, wenn Sie jetzt gleich sagen, es hat überhaupt nichts mit dem Wetter zu tun, Herr Balder, dann werde ich jetzt dieses Studio verlassen. Sie machen mir Hoffnung. Sie machen mir gerade Hoffnung. Frau Sinn, es hat nichts damit zu tun. Sie können schon gehen, ich bin eh fertig. Ihr Lieben. Musik dazu machen. Ich zeige. Sie zeigen es und ich lese es vor. Ich zeige Ihnen als erstes. Prima. Ich zeige Ihnen als erstes den Zonensammler. Und dann darf ich vorlesen, was da steht. Sieht aus wie eine Luftpumpe. Ja. Das ist ein Zonensammler. Also, das hier ist ein Zonensammler. Lesen Sie vor. Sie machen es so, der Preis ist heiß. Das hier ist ein Zonensammler. Zum Einsatz kommt so ein Zonensammler zum Beispiel in Kaffeeröstereien. Die angelieferten Säcke mit Kaffeebohnen werden mit diesem Instrument auf ihre Qualität hin kontrolliert. Dazu sticht man mit dem Zonensammler von oben nach unten in den Sack. In diese Öffnungen fallen dann die Bohnen hinein. So kann man feststellen, ob die Bohnen in verschiedenen Zonen des Sacks alle von gleicher Qualität sind. Ja. Da kann keiner drauf kommen. Friedrich, 500 Euro. Sehr gut. Ja,
ist nicht schön. Ah, ich werde Frau von Sinn jetzt immer die Erklärung vorlesen lassen. Ich finde das großartig. Damit Herr Schneider erotische Zonen sammeln kann. Hat jemand was gewusst heute? Nein, wir waren ganz schlecht, Balder. Wir waren mit ein paar Sachen so nah dran. Ach, kann man nicht eins gelten lassen, so im Nachhinein? Ich finde das gut. Wir haben die ganze Kohle heute ausgegeben. Was kann es Schöneres geben? Ja. Das war genial daneben. Schönen Sonntag.